Das wird erst schlimm, ich hab schon gehört. Thomas Geier, Spichler. Und der Thomas. Thomas Wollner, selber Vorname, allerdings, ob es noch andere Gemeinsamkeiten gibt, das schauen wir uns gemeinsam an. Ich bin der Thomas Wollner, wohne in Wien-Mauer, bin selbstständig als EDV-Dienstleister mit Schwerpunkt Tontechnik. Ich habe zu Hause ein kleines Mastering-Studio, in dem ich CDs fertige für die Serienproduktion. Musik ist mein Leben. Aufmerksam geworden auf Thomas Geier-Spichler bin ich bei Wir sind Kaiser. Mir hat seine Art und Weise, wie er dort sich präsentiert hat und sich dargestellt hat, sehr beeindruckt. Ich habe halt dann relativ viel gesoffen, halt 12, 13, 14 halbe Bier am Tag, habe viel kiffen da, Koks probiert. Ich bin selbst eher ein ruhiger Typ und beneide den Thomas für seine Offenheit und seine Extrovertiertheit und würde mir davon gern ein Scheibchen abschneiden. Für mich ist er ein großes Vorbild, was Motivation und Ehrgeiz anbelangt. Ich finde es toll, dass er trotz dieses Schicksals zu solchen sportlichen Leistungen fähig ist. Was mich so begeistert am Thomas ist, dass er sein Leben selbst so erfolgreich in die Hand genommen hat. Das ist eigentlich das, was ich daran bewundere, das ist, was ich eigentlich gern sein möchte. Genau deswegen. Für unsere Promis auch nie einfach. Also ich möchte auch mal sagen, das, was Sie da sehen, das sind nicht unsere Prominenten. Das ist nur der Werner Sobotka. Also wenn Sie den einmal auf der Straße treffen, dann gerne alles da abladen, weil der Thomas hat sich auch relativ schwer getan. Du bist jemand, der sein Leben gerne in die Hand nimmt. Wie war es jetzt, die Kontrolle komplett abzugeben an den Werner? Ja, es war ganz schwierig, weil mir war ja vorher schlecht fast, also wir hätten fast angespieben, so schlecht war man. Wirklich, das war mir ganz, ganz schlecht gewesen, das war für mich ganz eine andere Welt und vor allem, du musst nachher irgendwas erzählen, das was gar nicht existiert und dann eher in die Augen schauen und das tut nachher weh, wenn man dann einen Menschen anschaut und man liegt ihn eigentlich dann beinhart an. Aber ja, weiß auch nicht, der war so ruhig, ich glaube, der hat, weiß nicht, Baldrian oder was vorher genommen oder so. Also, bist du immer so ruhig oder war da was mit dem Spiel, Thomas? Nein, ich bin grundsätzlich so ruhig, das war kein Problem. Ich finde, es ist offensichtlich, dass der Thomas ein netter Kerl ist. Warum er trotzdem leiden musste und vor allem wie, das schauen wir uns gemeinsam an. Der Thomas Geier-Spichler empfängt seinen Fan, auch einen Thomas, in seinem Büro in Wien. Fan Thomas hat sich bereit erklärt, den Sportler einen Abend lang bei diversen Tätigkeiten zu unterstützen. Dass es hier ausschaut wie Sau, ignoriert unser Thomas genauso höflich wie die Tatsache, dass Geier-Spichler gleich mal harte Getränke bestellt. Machen wir uns einen Trink, oder? Machst du gleich einen schnellen Trink, oder? Kaipi Arrhenia à la Geier-Spichler. Ich sag dir an, wie er geht. Ich muss abfangen. Okay. Ja, machst du mir an? Ja, dir. Ja, bitte. Naja, so ein Kaipi Arrhenia wird schon nicht schaden. Vielleicht ist es ja sogar eine Art Vorbereitung auf die nächsten Paralympics. Die sind ja schließlich in Brasilien. Naja, wie auch immer, jetzt wird es Zeit, an die Arbeit zu gehen. Und wie schaut's aus irgendwie so mit der Handschrift oder sowas? Büroarbeit oder so? Kannst du das? Schreiben? Ja. Habe ich ganz eine schlechte Schrift. Probieren wir es mal aus. Weil da hinten jetzt. Wir sind ein paar Fanbriefe. Ich habe nämlich ein paar Sachen, was der Fanpost zum Beantworten oder sowas. Können wir das mal probieren? Sicher, ja, gern. Ja, weil da hinten. Und schauen, schreibt da ein Sessel. Schauen wir mal nach, was da so da ist. Also mein Name ist Manfred, ich sitze so wie du nach einem Unfall im Rollstuhl. Du warst immer eine Inspiration für mich. Dafür danke ich dir. Lieben Gruß, Manfred. So. Ich würde gerne eine lange Antwort schreiben, habe dazu aber keine Zeit. Das ist ein bisschen ein langer Brief. Also jetzt kann schreiben. Ich würde dir gerne eine lange Antwort schreiben, habe aber zu wenig Zeit. Liebe Grüße. Hast du den nächsten Brief? Ja. Sehr geehrter Herr Geier-Spichler, immer wenn ich habe Angst, ich denke an Sie, weil dann ich weiß, ich schaffen kann alles, wenn ich... Lern richtig schreiben, dann versuch's noch einmal. Schreib eine, ohne Schmerz, ganz knallhart, lern richtig schreiben, dann kannst du dich noch mal melden. Ja, sonst lernen Sie es ja nicht. Sonst lernen Sie es ja nicht. Also, können wir da mal schauen, was dem nächsten ist. Das ist der letzte, glaube ich, oder?
Lieber Thomas, ich bewundere Sie sehr. Das wollte ich Ihnen mal mitteilen. Ich kenne keinen anderen Menschen, der so ein großes Vorbild für andere ist. Hoffentlich erfreuen Sie uns noch lange mit Ihrer Kraft und Ihrer ganz besonderen Ausstrahlung. Genau. Ohne Sie wäre die Welt ein bisschen dunkler. In tiefer Zuneigung, Anna Wolf. Also was willst du da jetzt einschreiben? Ich würde eigentlich gar nichts schreiben, oder? Muss man da antworten? Die möchte ja nur mitteilen, dass sie dich toll findet. Okay, dann schreib zurück. Dazu habe ich nichts zu sagen. Dazu habe ich nichts zu sagen und dann ist er durch. Schreibst du so schön, weil du so langsam schreibst? Ja. Na ja. Das muss schneller gehen sozusagen. Ein bisschen. Der ist ganz schön ungut, dieser Geierspichler, das hätte sich der Thomas niemals gedacht. Und während er noch überlegt, warum das so sein könnte, ruft ein ganz besonderer Fan den Geierspichler am Handy an. Geierspichler, Entschuldigung. Ja, servus Bernhard, servus Christi. Na scheiße. Kann ich kurz bei dir vorbeikommen? Nein, ich habe keine Zeit nicht jetzt. Ich habe keine Zeit nicht, ich ist gerade bei dir da. Und ich habe generell keine Zeit nicht. Nein, ich habe dir das schon ganz oft gesagt. Thomas, komm her mal, bitte komm her mal. Thomas, komm mal bitte. Thomas, Entschuldigung. Komm mal her, bitte. Das ist ein Fan, ohne Schmäh, keine Ahnung. Kannst du bitte den abwiebeln oder sowas? Das ist ja so ein Stalker, kein Schmäh. Hallo, hallo. Ich habe mir eine Rennsemmel gekauft heute und ich hätte nur gerne eine Unterschrift von ihm. Ob er mir das schnell machen kann, komm vorbei. Bitte wimmel ihn ab, nicht, keine Zeit, ich habe keine Zeit. Nur ein kurzes Autogramm, wirklich, es dauert 5 Minuten. Das ist auch zu kommen. Heute nicht mehr. Nicht auf einfach. Nein, ich komm vorbei. Der Typ ist echt krank. Das brauche ich nicht. Ja. Weil es ist ja nicht normal, oder, dass sich irgendeiner ein Rennrollstuhl kauft, der was gehen kann. Und, keine Ahnung, möchte bei mir ein Rennrollstuhl fahren. Nein, das ist nicht normal. Da ist sich der Thomas ziemlich sicher. Na, Gott sei Dank hat er diesen schrägen Vogel jetzt abgewimmelt. Aber ob die Sache damit wirklich schon erledigt ist? Nein, ist sie natürlich nicht, aber das weiß der Thomas jetzt nicht, denn jetzt lernt er mal die vermeintliche Mutter von Thomas Geierspichler kennen. Was für eine Ehre. Also theoretisch. Praktisch wird's jetzt natürlich mühsam. Na, da stinkt's heißt. Muss jetzt ein bisschen lüften. Was machen Sie da, wenn ich fragen darf? Ich meine, was macht sie jetzt miteinander? Der Arbeit für mich vielleicht. Schön. Und jetzt sei ein bisschen freundlicher. Ach so, aha. Was sind denn Häferl? Geh, lass mich mal reden. Ja, sag einmal, bist du verrückt, hast? Das Wieso? Darfst doch du nicht machen. Wieso? Haben Sie ihm das gemacht? Ja. Na, das, wieso wissen Sie das nicht, dass er das nicht darf? Der fängt erst an, das wird er schon machen dann. Na, das ist ja durchaus resche, die Mama Geierspichler. Der Thomas fühlt sich langsam etwas unwohl in seiner Haut. Und es ist ja unwahrscheinlich, dass das demnächst besser wird, denn jetzt kommt der Stalker vom Telefon mit seiner Rennsemmel persönlich vorbei. Hallo. Servus, Tom. Scheiße. Schau her, schau mal, was ich gekauft habe. Gut, Alter. Schau dir das an. Siehst du das? Was ist denn das? Das ist eine geile Rennsemmel. Kannst du mir die ganz kurz noch unterschreiben, ha? Was ich hab. Bitte, ha, geh. Nur kurz, wenn du mir unterschreibst. Ha, sei so lieb. Das ist ein Fan von mir, aus. Das ist ein Fan von mir, ein echter Fan, nicht so ein kranker Typ wie du. Was heißt, das ist ein Fan? Ich bin dein Fan. Ich bin dein Fan. Wieso bist du herinnen? Schmeißen aus, bitte, Thomas. Bitte, Thomas, hilf mir. Greif mich nicht an. Das mag der Bernhard nicht. Wie lange bist du sein Fan? Wie lange bist du Thomas, bitte diskutier nicht mit dem. Hey. Fans beleidigen, mit der Mutter streiten und Stalker einfach rausschmeißen? Also, so hat sich der Thomas die Arbeit beim Geierspichler wohl kaum vorgestellt. Kein Wunder, dass er langsam mit der Situation überfordert ist. Ich muss meine Jacke mitnehmen. Ich gehe mit dir. Wenn du den Job machst, noch einen Schirm bitte aussehen. Ja. Nein, also wenn du mir nicht willst, dann geh ich wieder. Das ist am besten. Denk drüber nach, ich komm morgen wieder und dann. Na, schau. Thomas, komm noch einmal her. Thomas, komm her mal schnell. Thomas, komm her mal schnell. Ich geh mit ihm. Ich muss dir etwas sagen. Du musst dir was sagen. Du bist Opfer einer versteckten Kamera. Du bist Opfer einer versteckten Kamera. Willkommen. Da hast du Nerven, du Malat. Scheiße, du Malat. Bitte bring mich nicht um. Ich bin unser größter Fan. Hast du eigentlich öfter Fans für die Arbeiten? Na, also, aber ich war jetzt auf den Geschmack gekommen, ja. Er hat es aber auch so großartig gemacht. Er ist dir ja wirklich schön zur Hand gegangen. Was hast du denn gedacht, wo er angefangen hat, diese Fanbriefe zu diktieren? Ich habe mir gedacht, das ist ein Test. Ich will mich einfach prüfen, was ich da tue.
ob das passt für den Job und hab da mitgespielt. Da haben wir gedacht, ja, das ist okay. Du hast wirklich gelitten, man hat es dir angesehen. Was war das Schwierigste? Also welcher Moment war dabei, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt heikel? Generell von Anfang her oder sowas. Gerade bei mir kommen es, man muss das schon irgendwie ganz ehrlich sagen, wenn man dann halt irgendwie behindert ist und dann irgendwie was überwindet halt und so, dann, gerade wie er es eben im Beitrag gesagt hat, eben den Willen und Dings und die kommen mit einer ganz anderen Intention zu mir her. Und dann an Menschen nachher anlegen und enttäuschen, ist mir extrem schwer gefallen. Mhm. Und nach dem Caipirinha ist dann leichter gegangen, aber es Alkohol sollte dann nicht die Lösung sein, damit man das überwinden kann. Also es war schon schwierig, aber Gott sei Dank hast du so cool darauf reagiert. Mhm. Und ja, aber trotzdem ist schwierig gewesen. Irgendwie. Thomas, was hast du denn gedacht, was er für einer ist? Also welche Gedanken hattest du im Kopf, als er so angefangen hat? Naja, ich habe mir irgendwie gedacht, dadurch, dass das irgendwie so ein Test ist, ist er nicht wirklich... Testen, ja, genau. Ich glaube, du wirst mir wirklich testen, ob das da geht mit dem Job, den du mir da anbietest. Ah, okay. Das Leben ist eine Prüfung. Ja. Ja. Und wenn du das schaffst, dann schaffst du alles. Du hast Frau Borös gemacht und ich finde auch, noch höflicher kann man niemanden rausschmeißen, wie du das machst. Danke, Thomas, fürs Mitmachen. Und Thomas, geist mich natürlich auch.